ein Beduine erscheint faktisch inkognito, auch immer mit dabei das Ei aus der Tiger, ganz Rocky-Film gemäß, und natürlich hübscher Beistand. Da kann fast nichts mehr passieren. Im Hintergrund bereits das volle Stadion. Links, 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 links. Nein, noch nicht links. Wir fahren, Entschuldigung, die Tennisplätze liegen vor uns. Das ist ganz richtig gewesen. Der Schwede etwas verwirrt. Da steht auch schon ein knallgelber Fan. Das dürfte sich meine Jungsenioren haben. Das alles weiß bin. Nähern wir uns da diesem Sportpark, wir folgen hinein in die Turnierleitung, wo also der längst gediente ÖTV-Mann aller Zeiten sitzt, Dr. Dr. Professor Heinz Lampe, Erfinder des Ranglistensystems und so weiter. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit Peter Wessner gemeinsam. Servus. Hallo. Servus Heinz. Servus. Servus. Haben wir schon irgendwelche Doping-Tests? Ja, so, nein. Ei habe ich es gehabt, bei den Österreichern. Wirklich? Aber du hast doch unten. Ja, aber ich bin nicht getestet. Ah, nein, du, ja, beim Semifinale habe ich es gehabt. Nein, da warst du nicht da. Ja, beim Finale. Getestet, ja. Aber warte, Sechse haben sie. Und wenn du mit zwei Jungs durchziehst. Ja, der Krippen ist auch schon da. Durchziehen nach oben. Ich komme jetzt zu dir. Der Krippen ist gut, hoffentlich ist er gnädig, wie sein Name sagt. Ja. Und hat die Krippen schon, die Maria und alle, alles bereit. Alles dann. Also dann. So, Matchball hier vor vollem Haus am Center Court zu abendlicher Stunde. Die Klasse der Jungsenioren. Clemens Weinhandel im Vordergrund gegen Gallus Haderer. Der Titelverteidiger schlägt hier auf den Matchgewinner auf beim Stand von 5:2 im dritten Satz. Fachkundiges Publikum, wohin man schaut. Wobei der Begriff Jungsenioren sich ja an und für sich direkt widerspricht. Entweder bin ich jung oder ich bin Senior, aber für diese Herren gilt, glaube ich, Ersteres. Jetzt mit herrlichem Frankentennis. Jetzt ist der Platz frei, was kommt? Ein Stop. Haderer ans Netz. Außerhalb. Langer Ball knapp out und das ist die Entscheidung. Es darf applaudiert werden, jawohl. Und jetzt ist es auch soweit. Kein Hockey, kein Schiedsrichter. Die beiden Herren sind sich einig. Also, Sieger in dieser famosen Klasse. Der Titelverteidiger Clemens Weinhandel. Und das Publikum wendet sich bereits ab. Es muss gefeiert werden. Es muss gefeiert werden. Und der Herr Kovarik, ja, wie ist dein Eindruck? Wie ist der von dem großartigen Finale? Ein sehr gutes Finale war das. Also war super, gell? Die 35-Jährigen, die spielen mit Druck. Und man schaut sehr gerne zu. Da kann man sich noch was abschauen. Du legst sicher morgen los, habe ich gehört. Ich lege morgen los, ja? Erst um 12.30 Uhr gegen Herrn Kerschbaumer von Leoben. Ah, super. Wird auch ein schönes Match. Na, ich hoffe es. Da wünschen wir dir das Allerbeste. Danke, danke. Du scheinst bestens gerüstet. Ein familiäres Gemeinschaftsabziehen, oder? Ja. Zuerst den Gegner, jetzt den Platz. Ein bisschen schneller das Foto machen, bitte. Das Video dauert so lange. Das ist das. So, ich glaube, der Hunger ist groß, oder? Wie ist das? Wer ist befugt, die Entscheidung? Das Buffet ist eröffnet. Super! Jetzt muss ich dich einmal fragen, also der wievielte österreichische Meistertitel ist es und was bedeutet dir so? Nein. Das macht mich schon stolz, muss ich ehrlich sagen, auch wenn es jetzt, ich sage jetzt nicht Senioren, weil das klingt so alt, aber 35 plus bedeutet mir schon was, weil ich glaube, das ist noch die Kategorie, wo wirklich auf einem Herren-Tennis-Niveau gutes Tennis gespielt wird. Danke für alle anderen, aber es ist natürlich so, du wirst auch älter werden. Ja. Gehen wir mehr ein bisschen auf diese Bedeutung ein. Ist das irgendwo, dass man sagt, also irgendwie so ähnlich wie der Muster, für immer jung oder so? Nein, das nicht. Aber ich weiß, wir spielen alle gern Tennis und dazu gehört auch, dass das Gewinnen ist was Schönes, das weiß jeder, egal in welchem Niveau. Und ich überbewerte das Ganze natürlich nicht, aber es macht mich stolz und ich bin froh und freue mich über so einen Sieg. Jetzt habt ihr euch was zum Essen verdient. Der Gallus wird dich nächstes Jahr wieder fordern, oder? Auf jeden Fall. Ja. Aber nicht mehr in zwei Jahren, weil er spielt 40. Super, meine Herren, danke vielmals. Danke. Lasst es euch schmecken. Danke. Danke, danke. Und bei den Herren 40, das war gestern schon, hat der Ramser noch 3 Stunden in Jöbstl, ja, in 3 Sätzen geschlagen. Und bei den Herrn 45 hat
meiner Meinung nach der stärkste Senior, den es überhaupt gibt in Österreich, der Kaiser Gerald, ja, in Kunstmann im Finale, nach nicht einmal einer Stunde 6-0, 6-0 geschlagen. Na boom, der Kaiser war Wahnsinn. Das Maß ja, allerdings, der hat ja seinem Namen alle Ehre gemacht. Ja. Aber auch der Pfann hat als Jungvater grüßen lassen und gesagt, er wird nächstes Jahr wieder dabei nächstes sein. Nächstes Jahr ist er dabei, aber heuer, es war also Und jetzt kommen dann die etwas reiferen Herren dran, da werden wir jetzt auch noch kurz vorbeischauen. Jawohl. Danke vielmals. Bitte schön. So, ein paar Biere sind schon erledigt. Der Gernot Deutsch noch nicht, seines Zeichens Geschäftsführer, Fremdenverkehrs, oberster Boss und so weiter und so fort. Guter Tennisspieler. Warum hast du nicht mitgespielt eigentlich? Ich habe lange überlegt. Der Peter, mein Trainer, hat gesagt, ich soll unbedingt mitspielen, aber ich habe zum Schluss dann gehadert und habe mich entschlossen, mit der Familie noch ein paar Tage Urlaub zu machen. Aber ich glaube, nächstes Jahr ist es soweit, dann werde ich endlich einsteigen. Du, jetzt habt ihr da im Jahr hunderte Veranstaltungen. Diese Seniorenmeisterschaften sind im Tennis was doch recht Wichtiges. Welchen Stellenwert hat das für die Region? Für uns hat es einen hohen Stellenwert. Erstens muss man mal sagen, haben wir heuer 4 nationale und internationale Tennismeisterschaften bei uns gehabt. Also von den Jugend- bis zu den Erwachsenen, Seniorenmeisterschaften bis hin zum ITF, zum ersten internationalen Turnier. Die Seniorenmeisterschaften sind für uns deswegen der wichtigste Bereich, weil es genau unsere Zielgruppe ist. Das heißt, der erwachsene Gast, Gesundheit, Fitness, Wellness und das gepaart mit Sport und mit Geselligkeit. Das sind uns die liebsten Leute, die wollen wir als Gäste in Zukunft bei uns haben. Perfekt. Na gut, damit hast du so wen wie mich auch als Gast, leider Gottes. Jetzt muss man sagen, man hört aber die Spatzen von den Dächern pfeifen, irgendwas mit ETP-Stützpunkt und so weiter. Mit Marach und Co. Ist da was dran? Ja, es gibt Gespräche, es gibt unterschiedliche Trainingseinheiten, die bei uns schon absolviert worden sind. Und es gibt tatsächlich Pläne in diese Richtung. Es wäre zu früh, um wirklich etwas zu sagen, aber ich hoffe doch, dass sich diese Gespräche im Herbst intensivieren. Und wenn es soweit ist, ja, wirst du der Erste sein, der davon Bescheid bekommt. Danke, na, dann wünschen wir dem Papa Marach einen guten Appetit. Du spielst morgen, glaube ich. Ich habe verloren. Oh, du hast heute schon verloren. Siehst du, so schlecht informiert ich bin ich. Ich bin so erfolgreich wie du, dass man einmal gewonnen hat. Naja, aber du hast am Herrn Sohn auch kein Beispiel genommen, kann man sagen. Nicht? Also das ja, ist natürlich... Das ist meistens so, dass Sohn das besser macht wie der Vater. Naja. So, es ist natürlich so, dass manche Schläger ausschauen, als wären sie verbogen, aber das sind nur die Spezialschläger. Das ist der Herr Farnberger, der hat den Gegner schon in Grund und Boden gespielt, glaube ich. Und da geht es auch Sach her, nicht? Da haben wir Mühlenburg. Gegen wen haben wir da, Freddy? Erber aus Kärnten. Ja. Steht im dritten Satz momentan 3-2 für Erber. Ja. Eine zache Geschichte. Zach, sehr zach. Du, was ist denn jetzt so die Erkenntnis? Jetzt sind da schon einige Tage vorbei. Wie siehst du die ganze Seniorengeschichte momentan? Ja, ich finde, also das Team hat es einmal auf alle Fälle sehr gut organisiert. Es ist eine gute österreichische Meisterschaft. Was mich fürchterlich belastet, ist, dass es so viele WO gibt. Sobald der Raster im Internet drin steht, zu sehen ist, dann sagt sich der eine oder andere, na, gegen den spiele ich nicht, da fahre ich gar nicht hin, weil der ist mir zu stark und das ist nicht gut. Ich glaube, wir haben im ganzen derzeit von den ganzen Teilnehmern 30 WO-Partien. Ja, das ist eine Menge. Was sind da Teilnehmer? 200 oder über 200, ja. Ich habe eigentlich mit 300 gerechnet. Ja. Ich bin eigentlich ein bisschen überrascht, dass wir nicht 300 haben und das große Problem ist das Damenproblem. Wir haben keine Teilnehmer bei den Damen. Wir haben wohl in der Mannschaftsmeisterschaft spielen wir relativ erfolgreich mit den Damen, aber Turnier spielen wollen sie einfach nicht. Hermann, was ist mit dir? Kannst du uns den Schläger kurz erläutern für die Fachleute, dass wir wissen? Also es ist, wir haben ihn schon bewundert. Ist das dein persönliches Gerät oder ist das du? Achso, Entschuldigung. Ja. Das ist mein persönliches Gerät, ja. Das habe ich von Thomas Emrich. Ist Europameister bei den Senioren. Ja. Haben wir erhalten in Krefeld, bei den Krefeld Open. Ja. Und der hat gesagt, ja man, versuch einmal zu spielen damit. Ja. Und seitdem spielt. Was ist der Schmäh? Warum ist der für dich? Nein, man sieht es, er wirkt einfach unglaublich schneller. Ja. Armschonend die Längsseite kann spielen auf der Rückhand. Ja. Ja. Und wie gehst du um mit dem, wenn einer sagt, da ist ein Auto drüber gefahren? Das ist der Wurscht, oder? Das ist mir scheißegal. Ja. Also ist mir scheißegal, was die anderen dazu sagen. Ich bewundere diesen schönen Schläger. Er ist wie meine zweite Hand und man wird es jetzt im zweiten Satz sehen, wie der Schläger wirkt. So wie mit Che Guevara ist das Coverbrett. Okay. Alles Gute. Danke. So, wir nähern uns einmal unauffällig und unangekündigt jetzt
einer der größten Legenden des internationalen Tennissports. Wer kommt denn da, der größte Sprecher des ORF? Da sitzt der Herr Madelsberger persönlich, der sich gar nicht mehr erinnern kann, dass ich einmal als Burli, als Schiedsrichter bei den nationalen Meisterschaften, du hast gegen Rybacik gewonnen am WAC, war's, und hast mich ablösen lassen. Ich habe gesagt, so einen schlechten Schiedsrichter habe ich überhaupt noch nie gesehen. Es war furchtbar, ich habe heute noch Komplexe, deswegen traue ich mich fast nicht, dich anzusprechen. Kann ich mich nicht erinnern. Aber es ist trotzdem, einmal haben wir gespielt, dass man dann ein bisschen zeigt, das war im Buddha Center vor ein paar Jahren. Ja. Und jetzt sind wir da in Bad Waltersdorf. Du hast das genial gelöst, das Leben für dich, wie man sieht, weil da hast du alles, was man braucht, nicht eigentlich? Ja. Im Fünf-Sterne-Hotel angereist, kann man sagen. Ne? Ja, sozusagen. Und tust du schon ein bisschen spionieren, oder ist das nur so jetzt, weil der Fahrt ist da jetzt? Naja, jetzt, mein Gegner hat abgesagt, der traut sich nicht. Ah, okay. Verwängert. Aha. Er ist hergefahren, hat, anstatt dass er sich zu Hause anschaut, gegen wen er kommt, dann hat er sich so geschreckt, dass er gegen mich kommt. Dass er Schulter weggekriegt hat und gleich heimgefahren ist. Das ist furchtbar. Da ist er einer von 30. 30 wäre alles. Hat der Herr Schwab das auch schon beanstandet. Ach so. Aber der ist eh nett, wenn er wenigstens kommt. Und dann hat er erst da Respekt. Ja, wenn er so dumm ist, von Amstetten da herfährt und dann stimmt. WO gibt. Naja. Das ist das dritte Mal jetzt hintereinander, dass wirklich? Er nicht spielt gegen naja, das. Aber das muss doch auch beruhigend sein, wenn man so einen Nimbus mit sich hat, nicht? Wunderbar. Wenn man weiß, dass, sagen wir, die anderen haben die Hosen voll, oder? Ist das nicht irgendwo, sagen wir, da hat man was erreicht, kann man sagen? Ja, nachher kommt man immer drauf, dass man nicht gespielt hat. Man will eigentlich Tennis spielen. Ach so, okay, ja, verstehe. Du, und wie sind die Chancen also in deiner Klasse? Naja, ich habe alle Chancen jetzt, weil ja der Pokorne, der Weltmeister, nicht da ist. Ich glaube, mir geht der Schmäh und der Film aus. Wir werden dann wieder einsteigen, wenn es da ein Match spielt. Also in zweieinhalb Stunden, es steht 4-3 im dritten. Ja, für den Ehrfall. Ich danke, lieber Eberhard, für dieses freundliche Interview. Und ist das was wert? Wir wünschen das Allerbeste. Naja, selbstverständlich. Die Quoten werden ins Unermessliche steigen. Ja, Matchball Mühlenburg im Hintergrund, 5-4. Da spielt ja die Edelflanke. Der war fast, aber halt leider out. Jetzt ein knapper Sieg des Favoriten. Nicht aus Favoriten, sondern des Favoriten. Hat sich durchgesetzt, spielt eine Klasse unter, also faktisch mit Handicap, weil er doch 65 spielen könnte, aber bei den 60ern einläuft. Nicht? Da läuft gerade wer anderer ein. Und wir gratulieren recht, recht herzlich. Der Wiener Meister eingetroffen, da bist du jetzt im Achtelfinale, Helmut, oder? Ja, da bin ich im Achtelfinale, nach 3 Stunden harten Kampf. Wie geht's dir körperlich? Müde. Du bist ja wie ein Profi jetzt. Wo hast du gespielt? Du hast ja gewonnen, Turniere vor. Oberbullendorf, Bötzleinsdorf. Also ich habe sehr viele Spiele gemacht und bin ich schon körperlich ausgelaugt und auch mental halt müde. Ne? Ja. Aber es muss weitergehen. Gegen wen geht's heute? Heute gegen Desa Alfred. Ah, super. Habe ich eigentlich nichts zu verlieren. Also dann toi. Werden wir schauen. Servus. So, jetzt schauen wir da dem Herrn Novak ein bisschen auf die Beine. Auch elegant. Es ist bereits das Achtelfinale. 50 plus. Aje. Ja, das passiert von Zeit zu Zeit den Besten.